auf jeden Fall ziemlich einfach auf sich selbst zurückgeworfen und auf die Dinge, die einfach wichtig sind. Also, weil hier oben habe ich kein Internet, ich habe nur wenig Strom, ich habe kein fließend Wasser und viele Dinge, die irgendwie selbstverständlich sind, die aber auch Zeitfresser sind. Ich habe ja auch keine Zeitung hier oder kein Fernseher oder kein Radio. Und das sind Dinge, die normalerweise mir halt unglaublich viel Zeit fressen. Und die gibt es hier nicht. Und deswegen wird man ganz schön auf sich zurückgeworfen. Und aber eben auch auf die Dinge, die halt wichtig sind. Und ich muss halt eben auch dazu sagen, dass es aber gleichzeitig auch nicht viel Zeit ist, um sich jetzt um sich selber zu finden oder so. Dazu ist keine Zeit. Sondern der ganze Tag ist halt ausgefüllt. Von morgens bis abends, bis du ins Bett gehst, arbeitest du. Und selbst wenn es halt ist, am Abend dann noch Feuer zu machen, ne? Holz zu holen, Holz zu hacken, den Kamin anzuheizen, dann was für dich zu kochen und so. Und dann bist du halt so fertig, dann gehst du sofort ins Bett. Insofern ist es auch ein Stück weit, dass du den Kopf irgendwie frei kriegst, aber auch, weil du einfach keine Zeit hast, darüber nachzudenken, was jetzt irgendwie noch sein könnte und wäre und so. Ich glaube, es ist der krassere Schritt, ist dann nachher wieder zurückzugehen. Ich glaube, der Schritt ist krasser, als hier hinzukommen sozusagen. Also dann wieder ins Tal zu gehen, in die Stadt zu kommen, die ganzen schön angezogenen Menschen zu sehen, die alle rasiert, schöne Haare, saubere Klamotten, duften nach Parfüm und sind halt irrsinnig beschäftigt, aber du weißt nicht womit. Und das ist dann eher krass, dass man dann merkt, okay, man kommt von hier, die Luft ist halt immer klar und frisch und du bist unglaublich fit, also physisch einfach. Und du kommst ins Tal und fragst dich, was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag? Und da dann wieder reinzukommen, ist, glaube ich, krasser als andersrum. Für mich auf jeden Fall.